Teil 11, Leben 5.0, der Ausblick aus meiner Geschichte des Wissensmanagements für die nächsten Jahre. Da unsere IT-Systeme und Kommunikation im Netz noch bis heute so offen wie Scheunentore sind und persönliche Daten in früher unvorstellbarem Ausmaß in Cloud-Systemen zusammengefasst werden und so der transparente Mensch bereits weitgehend Realität geworden ist, war ich kein großer Fan von Web 2.0 und Social Media. Im Sinne von Facebook, Twitter, WhatsApp und Co. Jeder, der mich kennt, weiß das. Da ich von der Machbarkeit intelligenter Computer überzeugt bin, also wie in den vorhergehenden Teilen hervorgegangen ist, also von solchen wie im Hall-Tatort thematisiert, sah ich ein Internet der Dinge ein bisher kritisch, wenn sich zum Beispiel Energieversorgung, Krankenhäuser, Heizung und anderes abschalten lassen und sich damit zum Beispiel eine Stadt bei minus 20 Grad darüber vernichten lässt. Genauso wie jeder wirtschaftliche Wettbewerber damit in Ruin getrieben werden kann. Wenn zum Beispiel das Netz oder auch 1984 von George Orwell aufgrund der Verwaltung 4.0 und der Sicherheit 4.0 Realität werden, hatte ich daher bisher immer Bedenken dagegen. Doch jetzt, seit dem Frühjahr 2016, ist es alles anders geworden. Ich bin jetzt absoluter Befürworter und Unterstützung des Lebens 5.0 und damit aller verbundenen Komponenten, wie zum Beispiel Web 5.0, Industrie 5.0, Verwaltung 5.0 und Menschen 5.0. Woher kommt denn dieser plötzliche Sinneswandel? Mir ist einfach klar geworden, dass das die Lösung all unserer Probleme ist. Und das ist wirklich kein Scherz, das meine ich ganz im Ernst. Also eigentlich ist der Hauptgedanke schon nach dem Zukunftskongress 2014 in Wolfsburg entstanden, wo mich Sven Gabojanski, also so ein wahrer Visionär, eingeladen hatte, von To Be Ahead mit dabei zu sein. Eines der Hauptpunkte damals war die Perfektionierung des Menschen, also die Selbstoptimierung. Das Beeindruckendste war, einer der Referenten hatte zum Beispiel einen Chip in die Nervenbahnen von seinem Arm implantiert, sodass, wenn seine Freundin ihn in Kalifornien vermisst und streichelt über den Sensor, fühlt er das, wie seine Freundin ihm über den Arm streicht. Und ein weiterer experimentierte halt mit einem Chip im Gehirn, der Neurotransmitter ausgeben kann, um damit die Stimmung zu steuern und die geistige Leistungsfähigkeit zu optimieren. Und das Ganze war steuerbar über eine App. Das war für mich eigentlich der Durchbruch, weil ich mir vorgestellt habe, wie groß ist jetzt der Schritt von den Nervenbahnen im Arm bis zum Beispiel zum Rückenmark. Und was wäre die Bedeutung virtueller Realität dann, wenn ich dann 3D-Brillen aufhabe und mit elektrischer Simulation eventuell noch bestimmte Muskeln aktivieren, deaktivieren kann? Dann fehlt eigentlich für eine reale virtuelle Realität nur noch riechen und schmecken. Und damit könnte man diesem Leben 5.0 schon recht nahe kommen. Aber der eigentliche Gedanke oder die eigentliche Idee darüber, was das bedeutet, kam mir während einem weniger spannenden Vortrag zur digitalen Transformation dieses Frühjahr. Und ich glaube, fast jeder von Ihnen, die mal die Matrix gesehen haben, kennt das Leben 5.0 bereits. Da leben ja am Anfang alle in diesen Glasboxen und kriegen ihr virtuelles Leben vorgespielt, also die eigentliche Matrix, also die Glasboxen, in denen die Menschen leben. Das Hauptproblem der Matrix ist, die sehen das komplett verkehrt. Dort wollen die Menschen aus diesen Glasboxen raus. Wenn wir aber unser Leben, wie es immer bequemer wird, fortsetzen, wenn wir diese Selbstoptimierung mit den Chips uns weiterdenken, wenn wir uns Industrie 4.0 weiterdenken, dann ist unser Ziel nicht aus dieser Glasbox raus, sondern in diese Glasbox rein. Das klingt am Anfang total verrückt. Aber wenn man sich die Konsequenzen dieses Entwicklungsergebnisses anschaut und mal ein paar Minuten drüber nachdenkt, dann wird man erkennen, das ist tatsächlich die Lösung all unserer Probleme. Das ist total genial. Man stellt sich mal vor, wie in der Matrix bekommen wir jetzt tatsächlich das reale Leben vorgespielt. Wir fühlen das, wir können gar nicht wissen, dass es nicht mehr das reale Leben ist, sondern unser virtuelles Leben. Aber was bedeutet das für all unsere Probleme auf der Welt? Vier solche Glassärge, die passen in 2 Kubikmeter Raum. Das heißt, wir brauchen minimal nur noch einen Bruchteil unserer bewohnten Fläche, um alle leben zu können. Wir verbrauchen bloß noch die minimale Menge an Energie pro Menschen. Wir haben keine Verkehrsprobleme mehr. Wir haben kaum noch Umweltverschmutzung, kaum Energieverbrauch, also minimalen Energieverbrauch, minimalen Kohlendioxidausstoß. Wir haben mit einem Schlag das Problem der Überbevölkerung gelöst.
Und was das eigentlich wirklich Genialste dabei ist, ist, dass jeder seine totale Selbstverwirklichung leben kann. Jeder kann das Leben leben, was er gerne möchte. Ganz egal, ob er nur 72 Jungfrauen haben möchte, gar kein Problem. 100 Kinder, völlig in Ordnung. 120 km/h durch die Innenstadt fahren, kein Problem mehr. Immer, jeder kann den Idealkörper besitzen, den er gerne haben möchte, kann sich seinen Idealpartner raussuchen. Niemand tut niemanden mehr weh oder kann niemanden mehr wehtun. Niemand muss bei seinen Wünschen mehr Rücksicht auf andere nehmen. Jeder kann seine Fantasien ausleben. Jeder kann arbeiten, feiern, was er will und wie lange er möchte. Das ist eigentlich bedeutet, dass die perfekte Welt für jeden, dass er das Leben, was ihn glücklich macht. Das heißt ja, wie schon in der Matrix, nicht, dass er keine Probleme und Schwierigkeiten mehr hat. Sonst kann es sein, dass zu seinem perfekten Leben das dazugehört. Aber das lässt sich individuell für ihn einstellen. Und das ist eigentlich das Genialste, was wir als Ergebnis erreichen, wenn wir uns Industrie 4.0, digitale Transformation 4.0, Verwaltung 4.0 weiterdenken. Also es löst wirklich dieses Leben in diesen Boxen, in dieser reinen virtuellen Welt dann all unsere Probleme, die wir bisher auf der Erde haben. Also so klar war mir das vor dem Frühjahr noch nicht. Und seitdem sage ich, hey, lasst uns versuchen, das so schnell wie möglich zu erreichen. Und allen Kraft und Elan erstmal in 4.0 zu setzen und dann möglichst schnell den Übergang zu 5.0 zu schaffen. Also wie ihr seht, bin ich jetzt inzwischen totaler Fan erstmal von allen 4.0-Entwicklungen geworden. Würdet ihr auch denken, dass wir die weiterentwickeln und ich wäre sogar bereit, ihnen die ersten Kisten, die dann entwickelt worden sind, zu überlassen, damit wir möglichst alle an einem Strang ziehen und so schnell wie möglich diese digitale Schwelle zu unserem glücklichen Leben überschreiten können. Vielen Dank.